Zuschauerbotting, AI-Art, Onlyfans, ein Spendenziel bis zu 1 Million Euro, das Ausnutzen, parasoziale Beziehungen, Notfalldonatons, mehrere VTuber-Models und einen Shop, in dem sie illegal diese weiterverkauft, bis hin zur Sexualisierung von ihren minderjährigen VTuber-Avatar. Willkommen zu einer dunklen Seite der deutschen VTuber-Community, Mizumochi. Hey Leute, ich bin's, Miso Grinsefrosch. Aber wer ist eigentlich Mizu und was sind VTuber? VTuber sind diese komischen Leute mit diesen Avataren hier. Hi. Aber Mizu ist wahrscheinlich auch bekannter als Miso Grinsefrosch und hat im Laufe der Zeit mehrere VTuber-Personas gehabt. Darunter Yoruchan, Luna Waifu und Luna Mutig. Der Hauptinhalt dieser Personas waren meist 18-plus-Content oder anzügliche Inhalte. Sie ist auf vielen Plattformen aktiv wie OnlyFans, hat mehrere Patreons, Ufi und Drone. Sie hatte auch einmal ein merkwürdiges Spendenziel gehabt, das bis zu 1 Million Euro ging, bei ihrer Persona Luna Waifu. Ich habe jetzt davon keinen Screenshot, aber ich frag mal nach, ob ich irgendwas noch finde. Sie hat auch einen Instagram-Account und einen Twitter-Account namens Luna Waifu Club. Die beide teilen AI-generierte Inhalte. So auch ihr Patreon von Yoruchan, das ebenfalls AI-Art, veröffentlicht. AI-Art ist deswegen verwerflich, weil viele deswegen ihren Job verlieren oder auch weniger Aufträge bekommen. Und solche Inhalte, die du mit einem Klick generieren kannst, kostenpflichtig anzubieten, ist schon ziemlich dreist. Außerdem, wer gist auf AI-Art? Das sieht so hässlich aus. What the fuck? Um es kurz zu fassen, Mizumochi ist Luna Mutig, weil sie dasselbe Setup und dieselbe Katze haben. Mizumochi ist gleich Luna Lucky Moon, weil sie häufig die Inhalte von Mizumochi repostet und liked. Und außerdem sieht man einen Screenshot, dass sie das mit diesem Twitter-Account gemacht hat. Ist das zufällig Lucky Girl? Luna Mutig ist gleich Luna Love, weil es hier ziemlich viele Überschneidungen gibt von den Bildern. Yoruchan und Luna Lucky Moon sind dieselbe Person, weil sie sich gegenseitig reposten auf den Accounts. Und ich glaube, die Screenshots sind einfach Beweis genug. Ich glaube, ich muss dazu jetzt nicht mehr viel sagen. Und zu guter Letzt, Mizumochi ist auch der VTuber Kawaii Shop. Auf den gehe ich später ein, das hat nämlich einen eigenen Part im Video. Es sollte offensichtlich sein, dass diese Personen alle die gleiche sind. Und warum ich das Video mache, werde ich jetzt erklären. Mizu hat auf Twitter bekannt gegeben, dass ihre Selbstständigkeit auf dem Spiel stände und sie einen Notfalldonaton machen müsste. Doch ein paar Tage später kündigte sie sich plötzlich ein neues Model an und neue Artworks. Das kam für Runa natürlich ziemlich komisch rüber und sie fragte dann so, hast du nicht letztens einen Notfalldonaton wegen deiner Selbstständigkeit gehabt? Mizu antwortete da noch auf den Beitrag, dass das Model schon länger in Auftrag ist und damit hätte sie das eigentlich beenden können. Nur aus dem Nichts wird der Post gelöscht, für Runa kriegt eine DM mit einer Sprachnachricht, in dem gesagt wird, du kannst mir alle Fragen dazu stellen. Danach wird Veruna direkt blockiert und der Post wird wieder online gestellt, aber dass Leute nicht mehr kommentieren können. Ich meine, wie auffällig willst du es noch machen, dass da vielleicht mehr dahinter steckt? Und so ist das ganze Thema entfacht. Ich werde jetzt die Erfahrungen von Shai kurz fassen, einer VTuberin, mit der Mizu Kontakt hatte. Sie hat auch den ganzen Beitrag geschrieben, den habe ich in der Beschreibung verlinkt. Mizu und Shai haben sich im Dezember 2023 kennengelernt und sie verstanden sich eigentlich ziemlich gut. Die enge Verbindung und die gemeinsame Community ließen sie an eine Freundschaft glauben. Doch im Januar begann sich alles zu ändern. Eine Person aus der Community wollte von Mizu Abstand, woraufhin sie plötzlich beide blockierte. Und obwohl Shai überhaupt nichts getan hat, wurden auch falsche Informationen über sie verbreitet. Mizu wirft ihr quasi vor, dass sie mit Bot-Attacken ihren Stream stören wollte. Diese Behauptungen sind ziemlich haltlos und er hat weder die Mittel noch das Motiv, ihr zu schaden. Außerdem sind solche Bot-Angriffe nervig, aber sie tun nicht wirklich weh. Besonders wenn man solche Bots wie den Seribot benutzt, der diese Accounts direkt bannt und den Follower entfernt. Kann ich nur empfehlen. Shai blieb dann deswegen auch die ganze Nacht wach, weil sie wollte Schadensbegrenzung betreiben und ihr Statement verfassen. Denn das Verhalten von Mizu war einfach komplett unverständlich und Shai hatte natürlich große Angst, weil sie neu auf Twitch war. Während Mizu anscheinend eine große Reichweite besaß. Es ist wahrscheinlich einfach nicht schön und ich hoffe, Shai geht's inzwischen besser. Mizu löschte auch die Anschuldigung auf Twitter, weil sie einen Backlash bekommen hat von anderen Streamern. Erinnerst du dich, als ich vorhin noch erwähnt habe, dass Mizu auch den VTuber Kawaii Shop besitzt? Das ist quasi ein Etsy Shop, bei dem sie einfach Models weiterverkauft. Jetzt kommen wir zum Faktencheck. Ein VTuber-Model kostet meistens von 100 bis 3000 Euro, da der Aufwand ziemlich groß ist. Du musst quasi jede Haarsträhne, jedes Gesichtsding, keine Ahnung, Augen, Körperteile in einen eigenen Layer packen, damit man diese im Anschluss animieren kann.
Skis, ich glaube, ich habe eine neue Videoidee für dich. Das ist auch der Grund, warum der Preis immer so hoch ist, weil der Aufwand einfach riesig ist. Zum Beispiel mein Model kostet inzwischen, glaube ich, 700 Euro. Doch Mizo verkauft hier einfach ihre eigenen Models als Ready-to-Use. Ready-to-Use-Models sind einfach solche Models, die kann jeder benutzen. Das heißt, du kaufst sie für 30 Euro und hast dann halt diesen Avatar, der komplett fertig ist. Das Ding ist nur, dass jeder dieses Model verwenden kann, der es gekauft hat. Das heißt, das bist nicht nur du, sondern das Model kann überall anders auch auftauchen. Dabei erzielte Mizu 400 Verkäufe. Das sind geschätzt 3000 bis 4000 Euro. Doch das Kritische ist, dass sie das ohne Einverständnis der Artisten gemacht hat. Und sogar in den TUS der Artisten steht, dass du diese nicht weiterverkaufen darfst. Die betroffenen Artisten hatten natürlich Angst, rechtliche Schritte einzuleiten. Einer wurde sogar mit 100 Euro bestochen. Man kann das jetzt so sehen, ob das gut ist, dass sie den Typen noch Geld gegeben hat. Aber das ist halt erst passiert, nachdem die Vorwürfe hochkamen. Das Lustige ist auch, dass Mizu damit versucht hat, Shai und Verun als Lügner darzustellen. Das heißt, das hatte eigentlich nur so einen symbolischen Akt, dass sie gegen andere schießen kann. Und Mizu, wenn dieser Shop so legitim ist, wie du sagst, warum wurde er dann runtergenommen, wenn er nichts falsch gemacht hat? Sie behauptete, dass es dann ein Missverständnis war. Aber ehrlich, wenn man sowas kauft, dann guckt man doch in die TOS des Artisten nach. Allein weil das hier so fett steht, dass du das nicht weiterverkaufen darfst. Doch jetzt wird das sogar noch ekelhafter, wie sie diese Artisten behandelt hat. Denn Mizu arbeitete viel mit so einem Artisten namens Mikusen zusammen, der genau solche Models anbietet für wenig Geld. Doch Mizu machte einfach oft Schwierigkeiten bei diesen Artisten, indem sie schlechte Bewertungen auf Fiverr hinterlässt. Fiverr-Bewertungen sind auf Fiverr für Selbstständige natürlich ziemlich wichtig, denn so besser dein Gig bewertet ist, so besser wird es von Fiverr promoted. Und natürlich bekommst du so mehr Kunden. Das heißt, eine schlechte Bewertung dort kann dir das Genick brechen. Sie erstellte sogar 2 Accounts, nur um nochmal zu beauftragen und schlecht zu bewerten. Also wie ekelhaft kann man eigentlich sein? Ihm ging es deswegen auch wirklich nicht gut, weil er auch nichts von ihrem 2. Account wusste, bis Feruna und Shai ihn informierten. So werden kleinere Artisten von Mizu ausgebeutet, indem sie diese Models einfach kauft und dann einfach nochmal weiterverkauft, um mehr Geld damit zu bekommen. Es steckt auch ein System dahinter, dass sie mit ihren Twitter-Accounts diesen VTuber Kawaii Shop promotet. Das heißt, ihr VTuber Kawaii Shop auf Etsy ist einfach ein Scam. Nicht für die Leute, die das Model kaufen, sondern für die Artisten, die diese Models angefertigt haben. Doch dieser Shop war nicht der einzige Scam, den sie ausnutzte. In den letzten Monaten wurde das Thema Notfalldonatoren sehr oft auf Twitter besprochen. Und ich glaube, dass Mizu hier der Triggerpunkt war. Denn Mizu meinte, dass ihre Selbstständigkeit auf dem Spiel stände. Sie hatte auch irgendwie keine familiäre Unterstützung, auch wenn sie erwähnt, dass ihre Familie sie unterstützt. Es klingt einfach nicht plausibel und widerspricht sich. Sie behauptete auch, dass ihr Steuerberater 500 Euro pro Monat kosten würde. Und ich frage mich, ob das derselbe Steuerberater von ApoRed gewesen ist. Ich bin kein Experte darin, aber normalerweise stellen Steuerberater einmal im Jahr diese Rechnung und nicht monatlich. Außer es handelt sich um eine große Firma und ich bezweifle sehr stark, dass Mizu eine große Firma ist. Shai hat auch eine ganze Auflistung gemacht, wie viel Mizu eingenommen hat aus den verschiedenen Quellen, die sie benutzt. Zusammen sind das ungefähr 20.000 Euro. Davon sind bei Twitch ungefähr 5.000 Euro von nur 2 Zuschauern. Können die auch mal in meinen Stream kommen oder so? Ich auch Geld. Und wenn man das runterrechnet, dann sind das quasi 1700 Euro im Monat, das sie da verdienen würde. Hier sind nochmal die ganzen Zahlen, die Shai ausgerechnet hat, um das nochmal zu verbildlichen. Und es ist einfach echt nicht wenig Geld. Und das lässt natürlich Fragen offen, wie sie plötzlich in eine finanzielle Notlage landen konnte. Deswegen denke ich wahrscheinlich, dass die finanzielle Notlage einfach darin war, dass sie sich neue Models und Illustrationen kaufen musste, weil man einfach nicht genug Geld hatte für Neues. Deswegen ist der Notfalldonatur wahrscheinlich sehr wahrscheinlich einfach, dass man mit Mitleid der Leute Geld verdienen wollte. Und so begann das ganze Thema mit der Kritik und die ganzen Vorwürfe, die aufkamen. Falls sich der Sound von meinem Mikrofon verändert hat, ich muss das an 2 Tagen nochmal neu aufnehmen. Es tut mir leid. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema, das ein sehr wichtiges Thema für Streamer ist, was leider zu wenig besprochen wird generell. Nämlich parasoziale Beziehungen. Wer den Begriff nicht kennt, das ist einfach eine einseitige emotionale Beziehung von Zuschauer und Influencer. Die Zuschauer stellen sich da eine Freundschaft oder auch eine Beziehung mit den Influencer vor. Es macht sie einfach leicht manipulierbar.
unberechenbar und kann oft zu Enttäuschungen führen, wenn die Leute es merken, dass es nur einseitig ist. Die Gefahr ist ja am meisten aber, dass man finanziell ziemlich leicht ausgebeutet werden könnte. Und Streamer können für solche parasozialen Beziehungen eigentlich nicht viel. Das Einzige, was man machen kann, ist es aufzuklären, dass man nicht befreundet ist. Doch dann haben wir so eine Person wie Mizo, die auf ihrer Ko-fi-Seite anbietet, dass man für mickrige 50 Euro eine Stunde mit ihr zusammen ein Anime schauen kann. Und wer auch immer dafür Geld bezahlt, dass man das macht, der muss entweder ein ziemlich großer Fan sein oder verdammt einsam. Es tut mir sogar ein bisschen weh, wenn ich mir vorstelle, dass Leute dafür Geld zahlen, damit sie Zeit mit jemandem verbringen dürfen. Doch das Schlimmere ist, dass sie als Luna Waifu damals 200 Euro pro Monat verlangt hat, damit sie für dich deine Freundin spielt, also quasi Roleplay-mäßig. Sie benimmt sich da also als deine feste Freundin, sendet dir Nachrichten und so weiter. Und sowas finde ich einfach verdammt widerlich. Das nutzt einfach die Gefühle der Zuschauer aus, weil sie sich wahrscheinlich davon mehr erhoffen könnten. Vielleicht auch, dass sie dafür dann irgendwann gar nichts mehr zahlen müssen. Sie sorgt auch aktiv dafür, dass sie nur von Ja-Sagern umgeben ist. Jeder, der nicht ihrer Meinung entspricht, wird einfach gebannt oder blockiert. Ehemalige Community-Mitglieder berichten davon, dass sie sich manipuliert und gefangen gefühlt haben. Es ist kurz gesagt einfach schamloses Ausnutzen der Zuschauer, um finanzielle Vorteile zu bekommen. Mizu schrieb auch öffentlich, Shai angezeigt zu haben. Das ist halt irgendwie weird, wenn man halt bedenkt, dass sie ja finanzielle Probleme hat, aber das haben wir ja schon besprochen, dass das irgendwie nicht sein kann. Und wenn doch, dann frage ich mich wie. Aber selbst Mizus Moderator meldete Shai auf Twitch für Hassrede. Ich weiß nicht, was sie gegen Shai hat. Ich verstehe es nicht. Und die hat meine Kinder weggenommen! Mit einem dreckigen... Falls dir ähnliche Sachen auffallen, wie dass du für einen Streamer, Influencer oder so zu viel Geld ausgibst oder dich manipuliert und gefangen fühlst, dann rede mit einem Freund darüber, ruf vielleicht die Nummer gegen Kummer an oder auch auf dieser Chat-Plattform, die ich den Namen vergessen habe, aber hier einblenden werde, damit du mal darüber reden kannst, ob das, was du fühlst, echt ist oder nur eine parasoziale Beziehung. Man muss aber auch daran denken, dass nicht jede parasoziale Beziehung gefährlich ist, nur wenn du davon wirklich einen finanziellen oder emotionalen Schaden bekommen kannst. Denn wenn du nur eine Person interessant findest, dann ist das nichts Schlimmes. Ich glaube, man kann das ziemlich gut kurz fassen, indem sie schamlos ihre Zuschauer manipuliert, um finanzielle Vorteile zu bekommen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich selber damals sehr seltsam fand, weil Mizu auf Twitch 70 bis 120 Zuschauer hat. Denn wenn man sich mit Twitch auseinandersetzt, dann merkt man, dass es sehr schwer ist, nur durch Twitch zu wachsen, ohne anderen Content auf anderen Plattformen zu machen. Deswegen bin ich zum Beispiel auf TikTok ziemlich aktiv, aber auch auf YouTube Shorts und will jetzt diesen YouTube-Kanal durchführen. Und da kam dann auch der Verdacht, dass vielleicht Mizu hier ein bisschen schummeln würde. Einblick in die Zuschauerliste zeigt auch sehr viele Namen ohne Profilbild. Und die Namen dieser Accounts erinnern sehr stark an Botnamen. Und diese Accounts sind halt auch bei sehr vielen anderen Streams da. Das muss erstmal nicht sehr viel heißen, aber wenn der Chat die meiste Zeit leer ist, bei 70 bis 120 Zuschauern und in einer Stunde nur 4 Leute in den Chat schreiben, darunter 3 Moderatoren und ein VIP, dann ist da schon sehr auffällig, dass es nicht legitim gemacht worden ist. Auch nach einem Raid von ihr verschwinden diese Accounts direkt aus dem Stream. Ich will nochmal kurz sagen, dass das auf Twitch verboten ist. Und hier nochmal aus dem Off, es sind neue Infos da. Eigentlich ist das nicht aus dem Off, aber ich bin zu faul, um das Skript neu zu schreiben und tue jetzt einfach so, als würde ich diese Nachricht, nachdem ich das aufgenommen habe, einbinden, obwohl ich das in einer Aufnahme drin habe. Aber es gibt neue Informationen zu diesem Viewer-Botting-Thema. Der Twitter-User Alelantes hat zufällig den Anbieter, den Mizu benutzt, gefunden. Und das, was ihr gleich hören werdet, wird euch schon schockieren, denn er hat sich im Live-Chat-Support auf dieser Website jetzt Mizu ausgegeben und hat gesagt, so ja, die Bots funktionieren nicht richtig. Und ohne Datenabfrage oder ein Login wurde ihm das einfach beantwortet, dass er erstmal die Bots neu laden muss oder so ein Scheiß halt. Und das ist schon mal ein Beweis, dass die Bots von dieser Webseite kommen müssen. Außer Live-Shop-Support ist halt inkompetent und weiß deren Käufer nicht. Aber um fair zu sein, das beweist erstmal gar nicht, dass sie diese Bots gekauft hat, weil theoretisch kann jeder dieser Bots kaufen. Stellt euch mal vor, ihr seid so ein Streamer und jemand kauft euch immer diese Bots und du denkst, du hast so Erfolg, obwohl das einfach nur Bots sind. Das würde echt verdammt wehtun. Aber plötzlich sind auf meiner Festplatte
31 Rechnungen von dieser Webseite aufgetaucht. Okay, eigentlich habe ich sie von Atlantis geklaut. Aber er hat es irgendwie geschafft, diese Rechnungen zu bekommen. Und wir schauen die uns jetzt mal ganz genau an. Denn Mitsu hat anfangs nur 15 Zuschauer gekauft. Wahrscheinlich so, um zum Testen, dass es funktioniert. Und ist dann immer höher gegangen. Also von 15 auf 25, von 25 auf 50. Um vielleicht auch so einen kleinen Wachstum zu simulieren. Man fragt sich natürlich, warum macht man sowas? Warum kauft man Zuschauer? Zuallererst, du wirst in der Kategorie ziemlich weit oben angezeigt, wenn du halt schon eine gewisse Zuschauerzahl hast. Wenn du jetzt zum Beispiel mit 5 Zuschauern in der Kategorie Valorant bist, du wirst wahrscheinlich sehr selten entdeckt. Denn die Auflistung ist einfach von den meisten Zuschauern bis zum wenigsten Zuschauer. Und ich bin immer hier unten. Hier ist es schon kühl. Und so werben auch diese Webseiten, dass man so organisch neue Zuschauer bekommt, was vielleicht sogar ein bisschen Bullshit ist, aber ja. Es ist auch verboten, muss ich sagen. Also macht die Scheiße nicht. Und wahrscheinlich versucht man auch so ins Twitch-Partnerprogramm zu kommen. Dafür brauchst du nämlich 75 durchschnittliche Zuschauer, damit du da erstmal beitreten kannst. Das hat zahlreiche Vorteile, wie dass du, vielleicht mehr Geld bekommst. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und durch solche Zahlen kann man auch Placements manipulieren. Ich bin mir nicht sicher, ob Mitsu Placements hat. Das habe ich nicht nachgeguckt. Aber theoretisch könnte sie diese Zahlen vorlegen und sagen, guck mal, kann ich Werbung für euer Produkt machen? Das alleine ist schon verdammt widerlich, dass man sich halt selber so pusht. Aber was Mitsu ja auch noch gemacht hat, ist, dass sie andere mit Follower-Bots angegriffen hat. Also genau das, was Mitsu damals Shai vorgeworfen hat, hat sie selber gemacht. Und wenn man sich die Rechnung anguckt, ist das sogar nicht nur einmal passiert. Und auch bei anderen Streamern. Denn Mitsu hat auch Live-Viewer und Live-Chatter an Streamer wie Zozobyte, Arukori oder Yukitaria geschickt, warum man das auch immer machen sollte. Mitsu hätte ich einfach riskiert, dass diese Leute von Twitch gebannt werden, wenn Twitch denkt, dass die Leute das selber gekauft haben. Es gibt auch Leute, die kritisieren Atlantis dafür, dass er das geleakt hat mit den Rechnungen. Nur ich sehe das ein bisschen anders. Also ich sehe die Rechnungen zu leaken sogar als wichtig. Es beweist die ganze Geschichte von Shai, die ich euch im Shai-Part halt erklärt hatte, und zeigt sogar noch mehr auf, was Mitsu noch alles gemacht hat. Es ist quasi wie der Kontoauszug von ApoRed. Und ich würde sagen, dass man sich nicht mit Atlantis anlegen sollte. Bitte lass meine Familie frei. Hey Leute, ich bin's, Miso Grinsefrosch. Viele von euch fragen mich oft, wie man als YouTuber Zuschauer gewinnt und seine Reichweite vergrößert. Auch wenn ich mich selbst nicht als Experten sehe, möchte ich heute ein paar Tipps mit euch teilen, die mir auf meiner Reise geholfen haben. Erstens, Social Media ist euer bester Freund. Nutzt Plattformen wie Twitter, YouTube und TikTok, um eure Inhalte zu teilen und mit eurer Community zu interagieren. Es ist unglaublich, wie viel ihr erreichen könnt, wenn ihr regelmäßig postet und authentisch bleibt. Moment, stimmt, ich habe meine Clownsnase vergessen. Auf ihren anderen Account, Yuo-chan, postete Mitsu sehr viel 18-Plus-Bilder und kritisierte gleichzeitig mit Beleidigungen. Okay, wenn Beleidigungen drin sind, ist es wahrscheinlich keine Kritik mehr. Andere Streamerin wegen ihrer Körperform. Zwar kann man kritisieren, dass man sich so im Stream darstellt, dabei finde ich das Beispiel, was da gezeigt wird, gar nicht mal so schlimm. Da gab es schon viel schlimmere Punkte auf Twitch. Außerdem sollte man nicht die Streamer dafür haten, dass sie das machen, sondern eher die Plattform, dass sie nichts dagegen tut. Auch wenn es gegen die Richtlinien ist. Und dieser Post hat natürlich eine große Diskussion ausgelöst mit sehr viel Kritik. Und anstelle zu seinen Fehlern zu stehen und sich zu entschuldigen, stellte man sich lieber in die Opferrolle und veröffentlichte halbherzige Entschuldigungen. Das Ganze hat sich so im November 2023 abgespielt. Das Lustige ist nur, dass sie dann plötzlich im Februar einen TikTok veröffentlicht hat, in dem sie das Thema Mobbing anspricht im Internet. Das Internet ist voller Stress. Du bist als Streamerin nachts am Stream, es werden dir irgendwelche Screenshots geschickt, irgendwelche Bots vorbeigeschickt, auf dem Discord wird gejoint, es wird beleidigt. Es ist ein großes Drunter und Drüber. Der eine postet was auf Twitter, der nächste postet was auf TikTok. Ist das noch normal? Bin ich im Zirkus? Was ist da alles los? Ich möchte doch einfach nur in Ruhe gelassen werden, meinen Stream machen und Spaß haben mit meiner Community. Ich weiß nicht, ob das so eine Selbstironie ist oder so. Moment, stimmt. Ich habe meine Clownsnase vergessen. Sie äußerte sich zum Thema Mobbing und betonte, dass man an die Kinder denken sollte. Es ist nur komisch, wenn man dann selber so Nacktbilder ihres eigenen Models ohne Not Safe for Work Warnung veröffentlicht und die Screenshots sprechen einfach für sich. Außerdem, warum macht man eine Nackt-Model-Version von seinem VTuber-Avatar? Hallo Mrs. Schietzer, könntest du meinem Model noch einen Schwanz hinzufügen, mit dem ich den Helikopter machen kann? Hallo Yura. What the fuck? Besonders wenn man beim Body-Shaming-Part das nochmal heraussticht, dass man an die Kinder denken sollte, kommt das, was jetzt kommt, sehr zynisch rüber.
Denn Mizu ist eine Sexarbeiterin. Das ist erstmal nichts Schlimmes, weil sie kann machen, was sie will. Sie ist auf vielen Webseiten halt im Internet aktiv. Sie bietet also Telefonsex, Nacktbilder und natürlich Onlyfans an. Doch wenn andere sowas machen, dann beschwert sie sich über solche Inhalte. Und auch viele von ihren 18-Plus-Bildern sind Kuscheltiere zu sehen. Und jetzt kann man ja sagen so, ja, guck, das ist halt ihr Ding, lass sie machen, wieso kritisierst du das? Das ist ja gar nicht so schlimm. Denn auf einer Telefonsex-Seite gab sie Windeln als Vorliebe an. Das ist erstmal keine Kink-Shaming, aber wenn man darin bedenkt, dass ihr VTuber-Avatar eine Lolli ist, also wie ein Kind aussieht, und sie durch Kanalpunkte auch einen Schnuller bekommen kann. Sie hat auch ein Bodypillow angeboten, mit der kindlichen Version ihres Models, in einem kurzen Nachthemd, in dem sie den Po ausstreckt. Ich will hier anmerken, sowas kaufen Erwachsene und kuscheln damit. Ich persönlich finde es zwar nicht schlimm, was sie da macht mit ihrer Sexarbeit, aber das auf den Bezug auf den kindlichen Model sehe ich schon kritischer. Und das war erstmal die ganze Geschichte zu Mizu. Sie hat sehr viele falsche Entscheidungen getroffen und ich hoffe, euch hat diese Aufklärung gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Like, kommentiert deine Meinung, bewertet euch als Cutter, Scriptschreiber oder Rechercher auf meinen Discord, damit ihr bei solchen Videos mitwirken könnt. Die nächsten Videos sind schon geplant. Mein Cutter ist gerade noch im Urlaub, deswegen habe ich das Video noch geschnitten. Außerdem interessiert mich, welche Mic-Einstellung besser ist. Die hier oder die hier. Also hier sind andere Filter drauf und so weiter. Sagt mir das in den Kommentaren.